Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, wurde schnell zu einer der beliebtesten Figuren in Game of Thrones. Die Zuschauer verfolgten gespannt ihre Mission, ihren Zorn nach Westeros zu tragen und die Lannister vom Eisernen Thron zu verdrängen, den Daenerys als ihr Geburtsrecht betrachtet. Die Serie nimmt sich viel Zeit, um ihren Charakter so zu entwickeln, dass die Zuschauer unglaublich viel Sympathie für ihre Sache empfinden. Sie ist zweifellos eine der beliebtesten Heldinnen der Serie. I need to be more than that. Nachdem sie sich voll entfaltet hatte, indem sie Armeen angeführt und für Gerechtigkeit gekämpft hatte, war Daenerys unbestreitbar eine herausragende und überzeugende Figur. Ganz zu schweigen von der Einführung ihrer Drachen, die dafür sorgten, dass die Fans noch mehr in ihre Mission vertieft waren. Es war offensichtlich, was die Produzenten D.B. Weiss und David Benioff über die Verlockung der wahren Macht und wie leicht sie Menschen korrumpiert sagen wollten. Dennoch ging eine bestimmte Szene zu weit. Das war natürlich, als Daenerys Königsmund niedergebrannt hat. Ein Moment, der die Fans in der finalen Staffel von Game of Thrones leider gegen Daenerys aufgebracht hat. Okay, sicherlich ließ Daenerys einige Male Menschen bei lebendigem Leib mit ihrem Drachen verbrennen, aber die Absicht hinter der Zerstörung von Königsmund ging einfach zu weit. Zugegeben, Daenerys war in einer schlimmen Lage. Jon Snow, gespielt von Kit Harington, hat sie zurückgewiesen, weil er herausgefunden hat, dass sie miteinander verwandt sind. Sie verliert sowohl ihre engste Vertraute Miss Sunday, gespielt von Natalie Emanuel, als auch einen ihrer beiden verbliebenen Drachen an Cerseis Truppen. Daenerys hat nichts mehr zu verlieren, was zur vollständigen Zerstörung von Königsmund in Staffel 8, Folge 5 die Glocken führt. Es ist ganz allein Daenerys' Entscheidung, tausende von unschuldigen Menschen, darunter auch unschuldige Frauen und Kinder, bei lebendigem Leib auf den Straßen zu verbrennen. Der kollektive Schrecken der Zivilbevölkerung ist während der gesamten Folge zu spüren, während am Boden ein Krieg stattfindet und am Himmel ein feuerspeiender Drache schwebt. Zu diesem Zeitpunkt ist Daenerys nicht mehr die Befreiungsfigur. Es ist eine völlige Abkehr von der Frau, die sich in den letzten 7 Staffeln so sehr für die Befreiung der Sklaven eingesetzt hat und gleichzeitig auch ein Verrat an dieser Person. Als Daenerys mit Königsmund konfrontiert wird, tötet sie tausende von Menschen, einfach weil sie es kann. Als die Schlacht tobt, sieht Jon mit Entsetzen die verbrannten Leichen von Männern, Frauen und Kindern, die den Boden übersehen. Es wird nun noch deutlicher, dass Dany wirklich durchgedreht ist, als sie im Staffelfinale der Eiserne Thron ankündigt, dass sie plant, ihren Zorn auf den Rest der Welt auszuweiten. Jon steht schließlich vor der unmöglichen Wahl und tötet seine Königin, seine Tante und seine Geliebte direkt vor dem Thron, den sie so sehr begehrt. Es steht außer Frage, dass Daenerys, die heißblütige Targaryen, mit einer Familiengeschichte psychischer Instabilität und riesigen Drachen, die bereit sind, ihre Befehle auszuführen, im Laufe von Thrones einige bedenkliche Entscheidungen getroffen hat. Dennoch konnten sich die Zuschauer immer damit trösten, dass sie auf der richtigen Seite der Gerechtigkeit stand. Das heißt, bis zur letzten Staffel der Serie. Die kreativen Köpfe hinter Game of Thrones behaupten, dass die Wendung von Daenerys von Anfang an geplant war und dass sie zu ihrer Figur passt. Allerdings hätte die Daenerys, in die sich die Zuschauer verliebt haben, niemals Unschuldige getötet. Obwohl Clarke das Finale Mai 2019 zunächst verteidigte und sagte, dass die Zerstörung von Daenerys ein logischer Weg für die Figur war, hat sie ihren Kurs inzwischen geändert. In einem Gespräch mit dem MTV News-Korrespondent Josh Horowitz im Juni 2021 sagte Clarke in seinem Podcast: "Ich verstehe, warum die Leute sauer waren. Ich verstehe es total." Obwohl Clarke sagte, dass sie eine gewisse, Zitat, Autonomie über Daenerys Charakterentwicklung hatte, musste sie letztendlich das spielen, was ihr so glaubwürdig wie möglich vorgegeben wurde. Sie fügte hinzu: "Der Redakteur entscheidet, wie es aussieht, und der Autor entscheidet, was ich sage. Also muss man einfach hingehen und versuchen, so viel Wahrheit und Ehrlichkeit und sich selbst so gut wie möglich wiederzugeben. Egal, ob man Daenerys beste Momente noch einmal erleben oder sich nochmal über die Glocken aufregen möchte, alle Folgen von Game of Thrones sind auf HBO Max zum Stream verfügbar. Hier geht es zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsserien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen."